Und damit... Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Und damit herzlich willkommen zurück zu Basim, der immer reden muss, sobald ich anfange zu sprechen. Ja, oh, sehr schön. Wir haben neue Fähigkeitspunkte erhalten in der letzten Folge. Wir haben insgesamt 4 Stück. Was wollte ich denn überhaupt machen? Ich wollte hier hin, ne? Zum Meisterdieb. Genau. Ob mir das jetzt überhaupt noch irgendwas bringt, weiß ich nicht, aber... Moment, Moment. Meistertaschendieb. Verbessern sich, damit er seinem Ziel effizienter Wertsachen annehmen kann. Ach nee, das ist jetzt Tüftler, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, ist jetzt nur die Frage, ob ich die nächsten dann in die... Und durch das Markieren leichter wird. Ah, ich habe wenig mit dem Adler gearbeitet, muss ich dazu sagen. Nachforschung wollte ich mal kurz reingucken. Wir haben jetzt im Endeffekt alle Hinweise, denke ich mal, erhalten. Kriegen wahrscheinlich jetzt den letzten Hinweis. Wir haben hier soweit alles erledigt. Die Kammer habe ich vor, als letztes zu machen, weil das ja so das große Finale ist, wenn man so möchte. Und ja, die 40 Räuber, hieß das, glaube ich. Nee, Alibabas Tochter. Die werden wir auf jeden Fall nach der Hauptstory dann noch machen. Oha, ich muss mich im Bruderschaftshaus melden, aber das ist eine halbe Ewigkeit von mir entfernt. Wo sind wir denn hier gerade und wo muss ich denn hin? Ja, wo bin ich denn da oben? Ach so, das ist dieses Anfangsgebiet. Ah, okay. Dann reise ich doch mal eben schnell dahin, wenn ich denn dürfte. Na, komm. So, das Bruderschaftshaus liegt in der Richtung und da müssen wir auch hinspringen. Sehr schön. Plopp. Können wir hier so drüber springen? Können wir. Perfekt. Einmal runter, bitte. So, hier auch. Zack. Hallöchen. Du kommst reichlich spät. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn al-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rifka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Ja, das machen wir doch gerne. Vorausgesetzt, dass ich hier nicht in irgendwelche Zonen muss. Kann ich da durch die Tür raus? Ich glaube, ja. Ne? Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Es wäre schön, wenn der Hinweis mir jetzt mal verraten würde, wo ich hin muss. Oder muss ich das wieder selber? anklicken. Fangen wir einfach unten an. Zack. Finde Arib, eine Dichterin. Oh, was ist denn hier? Moment. Das ist aber da drin jetzt, oder? Ist im Haus. Ja, Fuladh könnte mehr wissen. Ja, natürlich. Warum wird mir das angezeigt, wenn ich schon draußen bin, Leute? Ganz ehrlich. Ah. Wo ist er? Da. Komm. Jung, sag, was du weißt. Fuladh, mein Fundort von Fakten. Mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine el-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif at-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Ja. Wo kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Weitere Fragen? Ich danke dir, Fuladh. Ja, dann gehen wir mal. Stelle im Gerichtshof Nachforschungen an. Ich hatte zwar gerade schon ein Ziel, aber wir kriegen gerade ein neues. Die Frage ist, können wir da vielleicht hin teleportieren? Das ist da unten. Da hinten haben wir eine Teleportation. Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas näher als das andere. Und den habe ich auch schon. Dann reise ich mal dahin, würde ich sagen. So, wir versuchen es jetzt einfach nochmal hier drüber. So, eins höher. Ja. Da oben hängt einer. Der nicht in meine Richtung guckt. Das Problem ist, ich muss irgendwie in den inneren Kreis reinkommen. Ich komme aber nirgendwo von außen rein. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht rübergesprungen, ne? Gibt es hier denn nichts, wo ich mal eine Verbindung habe, dass ich rüberkomme? Hinten sieht es gut aus, aber... Oh, ich dachte schon. Ja, wir versuchen es einfach mal hier. Je mehr ich hier rumlaufe, umso weniger glaube ich, dass das gut war. Okay. Geht der auch nochmal weg? Dreht er sich nochmal um? Weil der wird mich doch auf jeden Fall sehen, oder? Dann müsste ich auf jeden Fall hochkommen. Die Frage ist nur, sieht er mich oder sieht er mich nicht? Okay, er sieht mich, er sieht mich. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich könnte aber theoretisch mich hochteleportieren, oder? Moment. Das ist ein Risiko. Das ist wahrscheinlich jetzt ganz doof, aber ich versuch's mal. Okay, okay. Hinten sind zwei Wachen. Und da unten. So schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El-Anbars. Na? So, jetzt ist die Frage. Oh, wie läuft der denn hier rum? Unten, oh, unten ist nochmal ein Trupp von Wachen. Die dürfen mich natürlich auch nicht sehen. Da hängt ein Einzelner. Und irgendwann ist meine Stimme auch wieder verloren gegangen. Ah, komme ich da hin? Ich bin mir nicht sicher. Nachher falle ich da runter. Aber von hier aus müsste ich hinkommen, ne? Äh, 26. Aber das ist unter mir. Komme ich denn da? Ein ganzes Zettel oder was? Was ist das denn? Oh, da sind 3 Wachen. Das ist doch scheiße. Ich krieg die auch nicht alle. Nee, ich krieg noch nicht mal die eine. Das ist nicht gut. Ist hier hinten irgendwo noch einer? Die 2 würde ich hinkriegen, ja. Aber wahrscheinlich muss ich die jetzt aushorchen, nehme ich mal an. Das heißt, ich werde gucken, dass ich jetzt hier... Hoffentlich ist sie zu Hause. So. Oder auch nicht. Na gut. Dann gehen wir so rein. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Sayyidi. Mit Verlaub, ich ersuche ein Treffen unter 4 Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Sayyidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist, warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie. Vergrabt sie. Tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Hm. Was auch immer das jetzt heißen mag. Die bewegen sich aber jetzt nicht da hinten, ne? Ich bleib mal eben hier stehen. Mal gucken, was wir jetzt für neue Hinweise drin haben. Stapeln sich in der Postverwaltung. Schleiche dich in die Postverwaltung ein. Und das andere ist, wird einen Gedichtsvortrag im Garten halten. Ja, er verfolgt aber automatisch schon die Sache mit der Post. Das ist gut. Auf 200 Meter Entfernung. Ja, kein Thema. Du kannst auch, wenn ich A drücke, einfach hochklettern. Ich meine, alles andere wäre einfacher. Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. Hm. Das fällt dir ja früh auf, nachdem ich das gerade alles schon gesagt habe. Na gut, 187. Das ist aber... Nee, das ist noch innerhalb der runden Stadt, wenn ich das so sehe, oder? Das sind hier die Mauern da hinten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hinschleichen. Das wäre, glaube ich, effektiver. Okay, da hat es noch hinbekommen. Gesundheit ist voll. Gut. Ich glaube ja immer noch daran, dass irgendwie mal Wachen danach hier oben kommen. Sonst müsste man sich ja hier nicht so verstecken. Da kann ich rüber. Ja, oder direkt drüber. Das ist natürlich noch besser. Also ich schleiche mir mal hier so ein bisschen den Weg dorthin und wir sehen uns dann gleich, hoppala, am Zielort wieder. So, die Postverwaltung haben wir. Wir müssen natürlich nach unten und hier oben ist dann auch schon direkt wieder eine Wache. Oh, ich hoffe, dass der nicht nach oben guckt, der eine. Die Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitzel machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Was war das? Ja, fast. Ha, da war nichts. Nachforschungen liegen dir nicht, was? Nicht so wirklich, ne? So wie der aussieht. Machen wir es anders. Einmal der, zack. Na komm. Ist da irgendwas? Noch. Ja, nimm es bloß nicht an. Warum solltest du auch ein Attentat machen, wenn ich den extra schon hier um die Ecke habe? Aber hier oben kann ich nichts machen. Das war jetzt der falsche Weg. Ja, super. Ich dachte, ich könnte hier irgendwo runtergehen. Obwohl... Vielleicht auch doch. Hier unten ist es offen. Ich hoffe, dass sie nicht alle auf einer Etage hier sind. Junge, wenn ihr jetzt mal nach hier kommen würdest. Hey, was war das? Ich war das. Ja, komm. Gut. Also wieder Langeweile. Gut, ich muss unten Briefe lesen. Also da rechts geht's runter, aber da ist noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich mal eben schnell mit. So. Die Sachen auch. Okay, Moment, hier steht einer, da hinten steht einer. Wäre es besser, wenn ich jetzt tatsächlich hier runter gehe oder wäre es besser, wenn ich hier runterspringe? Ich bin mir nicht so sicher. Hier muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Dann suche ich mal Aribs. Ja, Moment, dann machen wir es doch anders. Augenblick. Ja, komm. Ich werde dich zertreten. Hey! So, theoretischerweise sollte jetzt hier drin keiner mehr sein, ne? Okay, er sagt nichts dazu. Brief eines Verehrers. Liebster Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und üppig. Deine Worte sind Balsam auf meiner geschundenen Seele. Bitte sag mir, dass du dasselbe fühlst. So, dann haben wir noch... Liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und... Uah, ekelhaft. Drohbrief. Du tanzt und spottest zum niedrigen Vergnügen deiner Herren und ebnest ihnen einen Weg ins Verderben. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Sehr freundlich. Der nächste. Einen haben wir noch. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt... Ad Talab den Garten und folgt der Maus. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Ad Talab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Ad Talab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Das könnten wir machen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Da sind zwei Wachen. Die könnte ich... Kann ich von hier drin? Nein, natürlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, ich gehe... Ist hier noch ein Brief? Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15 Dananir überfällig ist und bis zum... Nein. Okay. Alles gut. Ich gehe... Da ist auch noch was zum Einsammeln. War das noch was Neues? Abu Abdullah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Den lasse ich den Spitzeln da. Okay, also ich mache mir jetzt meinen Weg wieder hier raus. Ich weiß noch nicht so genau, wie und wo. Aber ich komme hier... sicher nochmal irgendwann raus. Genau, von hier kamen wir. Und dann ist die Frage... Da war jetzt keiner mehr. Der Garten ist hier direkt nebenan. Ich gehe in den Garten, überreiche Athalab ihren Brief und folge ihr dann. Achso, wir spielen Postbote. Oder wie verstehe ich das? Hinten ist ein geheimer Eingang. Sind hier Wachen? Zielperson ist da, das ist klar, aber Wachen anscheinend nicht. Ich versüße dein Sturm. Renne wie die Wüste. Bade in der Glut. Beißt zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube. Komm in mein Nest, seist du Meer, Wüste, Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arib. Wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Nein, ich will nicht. Ich bin doch so schlecht da drin. Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Athalab, den Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Vielleicht ist sie mir doch noch nicht entwischt. Der Maus! Ich sehe sie! Das Problem ist nur, ich habe jetzt Kopfgeld. Nein, ist nichts passiert. Du wagst es, dich unter uns zu zeigen? Ja. Schande über dich. Hau doch einfach ab. Du Tier! Rache, Rache! Nehmt diesen Mann fest! So, geh hoch, komm. Holt die Wache. Soll sie sich drum kümmern? Naja, die Wache kümmert sich eh nicht drum. Da ist die Maus. Moment. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. So, es ist nur die Frage, in welche Richtung die jetzt noch geht. Unten ist eine. Ach, da hinten ist noch eine. Das heißt, hinten in die Richtung. Wenn er denn mal springen würde, würde ich auch da hinkommen. So. Hm. Geh doch da drauf, Junge. Ja, geht doch. Das Problem ist nur, jetzt komme ich nicht dahin, ne? Da unten ist die Maus, die führt in die Richtung. Komme ich da hoch? Nee, er springt noch nicht mal, war klar. Dann muss ich hier anders hoch. So, ich darf nur die Maus jetzt nicht verpassen. Also die zeigte erstmal in diese Richtung. So, und dann... Wie 53 Meter. Hä? Folge den Mäusebildern. Ja, das versuche ich ja gerade. Wieso jetzt 53 Meter? Muss ich das jetzt verstehen? Ja, von da kam ich doch eben. Wollen die mich jetzt verarschen? Wie weit wird der Fuchs fliehen? Keine Ahnung, aber du bist ja offensichtlich zu doof, um mal einfachen Anweisungen mir zu folgen. Ah, nee, von da kam ich. Muss ich jetzt weiterhin den Bildern folgen, oder? Hier ist ein Mitglied von Athiab. Muss ich die jetzt alle untersuchen hier? Nee, diesmal reicht es jetzt, wenn ich folge. Oder was? Oder muss ich... Ah, ich muss... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dem Kopf hinterher, glaube ich. Wieder eine gemalte Maus. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Den Kopf hinterher heißt dann aber auch nach rechts. Hinten ist ein Esel. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Esel rüber soll. Oder ob ich jetzt wirklich dem Kopf folgen soll. Ich glaube, ich soll zum Esel, oder? Oder muss ich den Esel aufscheuchen? Ja, ja. Gib mir mal aus dem Weg hier. Alter, geh mir doch mal aus dem Weg. Noch ein Brotkrumm an der Wand. Diese Jagd wird langsam ermüdend. Ah, da ist noch einer. Jetzt weiß ich auch, warum der Esel so markiert war. Okay. Ja, halt einfach die Klappe. Und wie lange müssen wir jetzt hier noch der Maus folgen? Hallo? Auf jeden Fall in diese Richtung. Da hinten ist ein Poster. Das ist gut. Lalalala. Lass mich mal durch, bitte. Lieber verborgen bleiben. So. Hier ist noch eine Maus. Moment. Die zeigt nach oben, oder was? Oder die zeigt nach da? Ich glaube nicht, dass die nach oben wollen, oder? Aber die guckt nach da. Und das heißt jetzt was? Da hinten ist noch eine. Das war jetzt nicht die von... der wir kamen, ne? Folge der Maus. Also wirklich. Was glaubst du denn? Du solltest ihn vor das Masalim-Gericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist, unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister, aber auch Feinde. Dann sei es so, aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Sarah. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Ja, damit haben wir dann auch endlich diesen Fall abgeschlossen. Sehr schön. Ich warte jetzt nur noch eben, ob da noch irgendwas reinplöppt. Nee, so wie es aussieht nicht. Es ist nur einfach abgehakt und wir sollen uns dann quasi dem nächsten Ziel zuwenden und die nächste Person suchen. Ja, dann würde ich sagen, ist das eigentlich der perfekte Moment, wo wir einen kleinen Cut machen sollten. Und ja, dann sehen wir Kabiha in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.